Ja, ich glaube, wir machen alle einfach irgendwas. Oh, boah. Ist auf keinen Fall schlecht. Hi, ihr Lieben. Hey, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei 24 Stunden nur mit Actionprodukten leben. Genau, wir haben uns gedacht, wir machen mal einen ganzen Tag draus. Mhm. Wir waren richtig fleißig und übel schwer bei Action Shoppen. Hi! Hey! So, 24 Stunden Action beginnt, würde ich sagen, ne? Action, erstmal einkaufen. Das ist gleich so ein Wortspiel. Action, ja. 24. Action, Action. Ja, genau. Wir gehen jetzt ins Action und müssen da halt irgendwie Produkte finden für den ganzen Tag. Essen, Make-up, ja, Pflegeprodukte. Genau, damit alles, wir einen Tag starten können, ja, ne? Ich denke, Essen werden wir finden. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt mal los und gehen mal shoppen. Genau, wir werden euch gleich mal unabhängig voneinander alles zeigen. Mhm. Also jeder so seins. Jeder, ne? So einen kleinen Haul. Genau so. Und dann werden wir euch einfach mitnehmen, wie wir unseren Tag verbringen. Und ich würde sagen, es geht erstmal los mit dem Haul und dem Frühstück. So, ihr Lieben, ich starte erstmal mit so einer kleinen Übersicht mit den Sachen, die ich so bei Action eingekauft habe und die ich heute so den Tag über benutzen werde. Ja, ich starte erstmal mit dem Essen. Gleich ist ja erstmal Frühstück angesagt. Also es ist noch ziemlich früh heute Morgen. Es gibt hier Fruchtchips. Bei Action ist ja immer so die Sache, man weiß nie hundertprozentig, was sie da haben. Deswegen war das auch so eine kleine Überraschung für uns. Dann gibt es hier so Organic Antioxidant Smoothies. Habe ich mir direkt mal zwei von mitgenommen. Beziehungsweise dieser hier ist Recharging. Also der ist grün, der ist rot. Dann gibt es hier diese Sesam-Snacks, die mag ich super gerne. Zero-Noodles, also Nudeln mit super wenig Kalorien, auch glutenfrei. Ich denke mal so 2 Minuten in der Mikrowelle brauchen die. Und noch mehr Fruchtchips. Zum Trinken habe ich Arizona Ice Tea, finde ich sehr, sehr cool. Gab es diese 1,5 Liter Packs. Und das werde ich auch gleich hier in meinem schönen Glas servieren. Super sommerlich, also da freue ich mich sehr drauf, das gleich einzuweihen. Und dann gibt es zum Mittagessen auf jeden Fall noch Thai-Nudeln. Zum Anziehen habe ich diese Leo Leggings. Bin ich sehr gespannt, wie die aussehen wird. Dann habe ich hier eine Bürste, um die Haare zu glätten. Ich denke mal mit Hitze. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Lip Balm, den fand ich mega, mega niedlich. Und was immer bei Action dabei sein muss, ist doppelseitiges Klebetape und Washi Tape. Und das Washi Tape finde ich sehr cool, steht auch direkt drauf. Ich denke mal, dass da steht, but first coffee. Ich kann nur first coffee lesen. Wird natürlich gleich ausgepackt und natürlich auch direkt getestet. So Leute, 24 Stunden Action kann beginnen. Ich zeige euch erstmal, was ich so geshoppt habe, wie ich denn meinen Tag heute gestalte. Und zwar habe ich das hier auch schon alles schön ausgebreitet, wie man sehen kann. Ich habe erstmal eine Tasse, denn ihr wisst, ohne Kaffee geht bei mir nichts. Das heißt Kaffee am Morgen. Dann eine Wasserflasche. Ich muss ehrlich gestehen, so viel Essen habe ich auch nicht gefunden. Dann ein Ladekabel, weil ich muss ja wirklich jeden Tag mein Handy laden. Und auch auf der Arbeit hier. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich halt auch ein Ladekabel von Action nehmen. Dann Ohrringe. Ihr wisst, ohne geht bei mir gar nichts. Die sind auch total süß. Ich finde die richtig, richtig schön. Die werde ich auch gleich natürlich reinmachen. Dann habe ich eine Lippenmaske, die ich mir heute mal auftragen werde. Mal gucken, wie die so ist. Dann natürlich ein Highlighter-Stick. Ich wollte erst das ganze Make-up machen, aber dadurch, dass ich heute früh schon los bin und wir ja auch zwischendurch trotzdem ein Spiel mit mir aufnehmen müssen, dachte ich mir so zum Auffrischen. Dann habe ich noch einmal ein Parfüm. Keine Ahnung, das ist mit so einem Schimmergold. Ich habe extra noch kein Parfüm halt aufgetragen. Mal gucken, wie das riecht oder ob ich alle verkraule. Und zum Essen habe ich, muss hier mal Platz machen, ich glaube, die hat Eva auch, das sind meine Snacks. Dann habe ich hier einmal ein paar Nudeln, dann diese Asian-Nudeln. Mal gucken, wie mich das sättigt oder ob das schmeckt, also zum Abendessen vielleicht und zum Mittagessen. Frühstück habe ich nicht wirklich, dann habe ich, ich habe jetzt auch schon gerade zwei genascht, muss ich ehrlich gestehen. Solche Schokolade-Dinger und Kekse, das ist so mein Nachtisch. Und natürlich, damit wir DIY aufnehmen können, habe ich hier so richtig coole, wie nennt man die, Traumfänger gekauft.
die ich dann natürlich mit Eva heute auch noch machen werde. Kleidung habe ich leider nicht gefunden, aber ich denke, damit kann ich schon 24 Stunden gut um die Runden kommen. Und ja, bevor bei mir überhaupt der Tag erstmal startet, mache ich meinen Kaffee. Und dafür nehme ich natürlich meine nagelneue Action-Tasse. Ich mache mir jetzt gerade mein Frühstück und ich dachte, ich dekoriere die Tasse, die ich benutze, dann doch mal mit ein bisschen Washi-Tape. Aber ihr seht, mit dem Washi-Tape hier gibt es ein kleines Problem. Ich drehe es mal um. Der glänzende Teil vom But First Coffee hat sich hier so abgeschält und klebt auf der Rückseite. Ich denke einfach mal, das soll so, beziehungsweise stelle ich mir das mal so vor. Also den Teil werde ich mal, den reiße ich hier mal raus und dann kommt er hier auf meine Kaffeetasse drauf. Ich mache mir erstmal den Kaffee und dann gibt's Frühstück. Gut, Kaffee ist bereit und es geht jetzt los mit meinem eigentlichen Frühstück. Und da habe ich mir überlegt, es gibt hier die Crispy Chips Erdbeere mit dem Smoothie. Und ich versuche mir daraus mal so eine Bowl zu machen. Ich bin gespannt, ob das klappt und wie das dann aussieht. Okay, ich habe mir den etwas schöner grün vorgestellt. Okay, der sieht ein bisschen aus wie Apfelkompott in schimmelig. Und vielleicht auch ein bisschen wie erbrochen ist. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Also, ich probiere es direkt mal aus der. Schmeckt nach Brokkoli. Schmeckt nach Brokkoli und nach Gurke. Okay, Erdbeeren drauf. Ich hoffe, das wird ein bisschen besser dadurch. Mhm. Die Erdbeeren sind in Ordnung, die sind gut. Aber der Smoothie, es ist einfach wie ein bisschen wie Rasen und ganz viel wie Brokkoli. Ich mag Brokkoli, aber nicht zum Frühstück. Ich versuche es nochmal in der Kombination. Mhm. Es geht. Ihr wisst ja, ich esse so gut wie alles und ich esse es auch auf, aber und ich habe Hunger. Das ist das Wichtigste. Ich habe Hunger und ich muss dringend was essen. Aber es ist nicht mein Favorit. Nein. So, Frühstück habe ich ja leider nicht, aber meinen leckeren Kaffee, die Tasse finde ich richtig süß. Und ich habe mir ja solche Kekse hier gekauft, und zwar von Milka. Und, boah, die sehen echt geil aus. Die sehen echt lecker aus. So, das ist jetzt mein Frühstück. Ich bin ja sonst nicht so der Süßigkeitenesser, aber heute 24 Stunden Action, das geht schon. Das ist jetzt mein Frühstück. Mittagessen sieht dann ein bisschen anders aus und ich gönne das jetzt mir erstmal und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So ihr Lieben, ich gönne mir gerade mal so einen kleinen Sesamsnack hier. Sehr, sehr lecker. Als nächstes habe ich auf jeden Fall geplant, die Leo Leggings mal anzuprobieren. Ich bin gespannt, wie sie aussieht und ob sie überhaupt passt. Ihr werdet sehen. Okay, ihr Lieben, ich zeig's euch. Ich finde, es sieht nicht zu schlecht aus. Ich habe kurze Beine. Ich bin ja auch nur 1,60 Meter groß. Deswegen hatte ich erst die Befürchtung, vielleicht könnte das Ganze zu lang sein. Passt allerdings ziemlich gut. Es ist natürlich ein absoluter Blickfang. Ich zeig euch mal mein gesamtes Outfit. Ich habe das Baby-Yoda-Shirt an und einen Pulli drüber gelegt. Und dann habe ich hier eine Shorts an, eben mit der Leggings. Also es ist schon sehr, sehr auffällig und ich muss sagen, sonst trage ich ja meistens, also nur schwarze Leggings. Die machen auf jeden Fall die Beine so ein bisschen dünner. Dieses hier ist natürlich absolut so ein wirklicher Blickfang. Ich bin mir nicht sicher, ob es aufträgt. Ich finde es witzig, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was Bianca sagt, wenn ich ihr das Ganze gleich zeige. Aber ich finde, das geht. So, mein Wasser habe ich natürlich auch. Es ist nicht so viel, aber das ist Wasser mit Zitronengeschmack. Schmeckt auch echt lecker, muss ich sagen. Auf jeden Fall dachte ich mir so, bevor ich dann gleich mit dem ganzen Zeug so starte, werde ich jetzt mal diese coole Maske hier ausprobieren. Und zwar ist es eine Lippenmaske. Ich bin sehr gespannt, wie diese wirkt. Und zwar soll man die, wartet, ich sag's euch, 15 bis 20 Minuten einwirken lassen, okay. Ist nicht so schlimm, da kann ich kurz ein bisschen chillen. Also die schaut so aus. Das ist hier so ein goldenes Ding. Und dann klappt man das hier so auf. Und dann ist hier nochmal Plaste drin. Und das ist jetzt... Jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Das heißt, ich halte jetzt 20 Minuten und dann sehen wir uns wieder.
So, also die Lippenmaske übrigens, die war echt angenehm. Die war auch irgendwie, man konnte zwar überhaupt nicht reden oder man musste halt nur durch die Nase atmen, logischerweise. Aber ich fand es irgendwie ganz cool. Und jetzt ist mir nämlich gerade aufgefallen, ich habe nämlich noch gar nicht meine Ohrringe gewechselt. Das sind die guten Stücke hier. Ich muss ehrlich gestehen, ich trage sonst eigentlich gar nicht so Silber. So, ich finde die hier mit den Blitzen richtig cool. Ich weiß nicht, das kann man bestimmt ganz schwer erkennen. Einmal ein Blitz und dann finde ich diesen Halbmond hier irgendwie total cool. Das erinnert mich so an Sailor Moon. Und ja, die machen wir jetzt mal rein. Ich finde die Ohrringe übrigens bei Action ziemlich cool. Da gibt es immer so eine Stöberabteilung, wo man so einzelne mal sich raussuchen kann. So! Das sind die Ohrringe. Ihr könnt es sehen. Also richtig, richtig süß. Und ja, jetzt werde ich mir noch das Parfüm auftragen, weil ich habe ja heute noch kein Parfüm aufgetragen. Damit ich auch angenehm rieche oder auch gleich nicht mehr angenehm rieche. Das wissen wir nicht. Die Verpackung hat mich so angesprochen. Und zwar soll das auch so ein Gold abgeben. Und das ist Vanilleduft. Mm. Kommt überhaupt was raus? Ah, hier kommt nur so, so Goldpartikel raus. Also sollte man nicht zu viel nehmen. Oh, boah. Also nur für Parfüm ist es nicht geeignet. Ich glitzer übel krass. Das sieht man wahrscheinlich jetzt gar nicht in der Kamera. Aber ich sehe schon hier unten, es glitzert extrem. Ich glaube aber so zum Sommer oder auf die Beine oder sowas, wenn man schön gebräunt ist, auf die Arme, finde ich das richtig cool. Jetzt werde ich gleich noch ein Video für Spiel mit mir aufnehmen. Und dann geht es weiter mit meinen 24 Stunden Action. Ich werde mir gleich mal was zum Mittag machen, weil ich habe jetzt langsam echt Hunger. So, für mich gibt es heute Mittag Asia Favorite. Ja, Chicken mit Nudeln. Ich bin sehr gespannt. Ist tatsächlich, ich dachte erst, es wäre auch so eine 5-Minuten-Terrine-artig. Also es sind tatsächlich hier so ein Pack mit Nudeln und dann ein Pack mit Soße. Ich werde das mal eben zusammenbauen und dann muss es wahrscheinlich einfach für 2 Minuten in die Mikrowelle. Okay. Ich muss sagen, ich bin gerade nicht so ganz begeistert von dem Ganzen. Das sieht gerade nicht so lecker aus. Auch die Nudeln machen so einen sehr klitschigen Eindruck. Ja. Erstmal warm machen, vielleicht ist es dann besser. Okay, es ist aus der Mikrowelle zurück. Ich habe es auch durchgemischt und oh, es ist sehr, sehr heiß. Ihr seht, die Kamera beschlägt direkt. Ich werde es jetzt mal probieren. Es ist heiß, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Soße ist nicht meins. Und also die Soße ist nicht so meins, die Erbsen nicht und die sehen auch nicht so lecker aus, das Fleisch auch nicht. Ich glaube, ich bleibe einfach bei den Sesamcrackern. Davon habe ich noch ein paar Packungen. Ja, ich habe auch noch ein paar Fruchtchips. Ich glaube, ich esse noch ein paar Fruchtchips. So, mein alternatives Mittagessen. Fruchtchips, also Apfelchips. Dann habe ich hier mehr Sesamcracker. Und ich habe hier noch den nächsten Smoothie. Mal gucken, ob der besser schmeckt. Yep, ich kann bestätigen. Dieser Smoothie hier, obwohl hier auch rote Beete und so drauf ist, schmeckt deutlich besser als der heute Morgen. Also ein kaltes Mittagessen, aber auf jeden Fall lecker. Und ja, wie gesagt, die Nudeln und die Soße waren leider nicht meins. So, mein Mittagessen sind Asianudeln und zwar Teriyaki Chicken. Keine Ahnung, habe ich noch nie gegessen. Die anderen Nudeln, ihr wisst, die ich ja so richtig arg mag, die waren natürlich komplett ausverkauft, ne? Wie soll es auch anders sein? Und ich werde das jetzt mal in die Mikrowelle geben. Oh, und da kommt gerade Eva rein. Hi, meine Leggings! Du hast meine Leggings noch nicht gesehen. Ah, wie cool. Wie findest du sie? Ja, es ist sehr gewöhnungsbedürftig, ja, ne? Muss ich sagen, weil es echt ein krasses Muster ist. Mhm. Aber ist cool. Also mit der Shorts und so. Es hat so einen kleinen Punk-Style. Ja, ja, ich hat mich auch so ganz stark so an 80er erinnert. Ja, so ein Punky-Style oder so. Aber ist ja auch wieder modern, ja. Und im Kommen. Jetzt habe ich echt Hunger. Ich bin gespannt. Ich mag eigentlich Teriyaki, aber ich werde es mal in die Mikrowelle werfen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also mein Essen ist jetzt aus der Mikrowelle fertig. Eva hat das ja auch schon gegessen, das ist was Ähnliches. Ich habe es probiert. Sie hat es probiert. Nicht. Und okay. Darf ich dir mal die Kamera geben? Ich nehme die Kamera gerne. Nehme ich schon. Ja. Gleiches Problem hatte ich auch. Es ist sehr heiß. Ja, ich finde, es riecht gut. Also riechen tut es gut, aber es kann auch daran liegen, dass ich einfach übertrieben Hunger habe. Ja. Allerdings glaube ich, sind das Champignons? Ich esse keine Pilze. Ich hasse Pilze. Wir können einmal nachlesen auf der Beschreibung. Dann habe ich nämlich ein Problem. Nee. Dann ist das vielleicht Huhn. Kann Spuren von Krebstiere, Fisch. Okay, ich esse jetzt nur die Nudeln. Ich glaube, ich lasse das Fleisch oder künstliche irgendwas hier drin einfach weg. Und mach mal den Live-Test. Eva meint, das war eklig.
Also ich hatte eine andere Sorte, die mochte ich nicht. Ich hatte so Chicken, irgendwie Chicken-Zeug. Okay, also fast so ähnlich wie ich. Ja, aber bei mir waren halt so ganz komische graue Erbsen drin. Die fand ich mega widerlich. Mhm, es geht. Also die Soße geht, muss ich sagen. Der Hunger treibt's rein. Gut. Ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Definitiv nicht, aber ich hätte ja lieber meine anderen Nudeln gehabt, aber ich habe ja schon gesagt, die waren da rausverkauft. Aber ich esse es jetzt einfach auf und guten Appetit. Dann geht's weiter. So, ich habe jetzt Eva ins Studio geholt, weil trotz 24 Stunden Action müssen wir natürlich auch DIYs drehen. Ja. Und ich habe ja was gekauft im Action. Du hast da schon das gesehen gehabt. Und zwar Traumfänger. Oh, das ist so. So. Die waren übrigens auch überhaupt nicht teuer. Das gab es auch bei Action. Schöne Schnäppchen. Ich glaube, man kann das basteln, wie man will. Ich bastel das jetzt, wie man will. Ja. Was ist das für eine Anleitung? Werde ich doch gaga im Kopf. Also, ich glaube, Problematik ist, wir brauchen eine Häkelnadel. Jo. Ich glaube, das wird außenrum gewickelt. Was ist das? Ich finde, das ist hübsch. Wisst ihr was? Wir machen es jetzt trotzdem. Ich mache es nur ohne Häkeln und tue das jetzt einfach schön dranhängen. Aber wie kommt denn das? Hier sitzt nur die Häkelanleitung. Und die Häkelanleitung, das ist nicht das Problem. Das kriege ich hin. Freestyle. Ich versuche das hier gerade mal festzuknoten. Ja, ich glaube, wir machen alle einfach irgendwas. Das Wichtigste ist ja, dass die Träume nicht durchrutschen. Oh. So, fertig, beziehungsweise... Oh nein, das verrutscht hier auch. Oh. Also, okay. Ich habe jetzt meinen Stoff noch nicht genommen, aber ich finde das echt schwer, weil bei mir löst sich das in der Mitte die ganze Zeit. Ich habe jetzt hier noch das und ich könnte den Stoff noch nehmen, aber irgendwie... Es ist sehr Impro hier bei uns heute. Ja. Ich werde diesen hier nochmal schön machen, ich werde den häkeln. Ich habe gerade gesehen, da ist Schlangenmuster dabei. Freue ich mich drauf. Ja. Dieser hier löst sich jetzt leider auch so ein bisschen auf, der schwarz-weiße. Aber gut, wir haben sogar ein DIY aus Action gemacht. Ja, ein DIY-Action-Set. Richtig. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal wieder an unseren Tag und wir sehen uns dann gleich wieder. Weiter geht's mit meinem schönen Glas hier, mit meinem Zapfglas und natürlich mit dem Arizona Eistee. Den werde ich jetzt mal umfüllen und ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin gar nicht sicher, ob ich die Sorte überhaupt kenne. Ich glaube, ich kenne tatsächlich nur den Green Tea. Ich weiß nicht, ob der immer mit Peach ist, also mit den weißen Blüten. Hm. 1,5 Liter sind jetzt natürlich nicht so viel. Auf jeden Fall für dieses große Glas sind sie nicht so viel. Und ich denke, ich werde das jetzt einfach noch mal ein bisschen mit Mineralwasser verdünnen. Und dann ist das Glas hoffentlich mindestens halb voll. Okay, ein bisschen Wasser ist jetzt noch mit drauf gekommen. Ich drehe das jetzt oben mal zu. Und dann hole ich mir mal ein Glas und los geht's mit dem Test. Ich habe ja keine Gläser oder keine Tassen gekauft, deswegen habe ich dieses Glas auch wieder dekoriert, genau wie die Tasse heute Morgen. Und mal gucken, ob ich das mit einer Hand hinbekomme. Ja, der Zapfhahn funktioniert und dann werde ich es natürlich auch einmal probieren. Ja, sehr lecker. Und ich glaube, das war sogar eine gute Idee, dass ich das noch verdünnt habe, weil es ist so noch sehr, sehr süß. Steht ja auch drauf mit Honig. Ich glaube, so mit Wasser verdünnt ist das sehr, sehr lecker. Und ja, für den Tag über habe ich auf jeden Fall reichlich zu trinken. So, es ist jetzt auch schon etwas später und mein Akku ist tatsächlich, wie ich es vorhergesehen habe, fast leer. Aber ding! Ich war ja schlau und habe mir natürlich bei Action hier ein Ladekabel geholt und wir machen jetzt mal den Live-Test in der Hoffnung, dass es geht. Wenn nicht, habe ich ein dezentes kleines Problem. Yay, es lädt! Ja, ich hätte jetzt eigentlich mal wieder Lust auf einen kleinen Snack und ich habe ja da noch zwei leckere Snacks mir gekauft. Da-da-da! Leute, nehmt euch kein Beispiel dran, aber ich trinke einfach zu wenig, wirklich. Ich habe heute einfach den ganzen Tag nichts getrunken. Also ich dachte erst, dass ich mit dieser kleinen Actionflasche gar nicht klarkomme, aber anscheinend, ja, das hole ich gleich nach. Und zwar habe ich mir hier noch solche leckeren Schokolade-Nuss-Dinger geholt. Die habe ich auch schon zwischendurch heimlich genascht, muss ich gestehen. Und die sehen so... Ich habe die das erste Mal geholt bei Action und ich finde die übertrieben lecker. Und dann habe ich mir hier diese Erdbeer 100% Fruchtsnacks geholt. Das ist sozusagen, gibt es auch von Apfel und so. Und damit hat mich Eva angesteckt. Eva meinte, dass die richtig lecker sind. Und die testen wir jetzt mal. So eine getrocknete Erdbeer sieht schon komisch aus, ne? Sieht aus wie so ein Schwamm. Boah, kaum hart. Echt lecker. Hätte ich nicht gedacht. Richtig lecker. Also so als ein Fruchtsnack zwischendurch. Oder in der Handtasche.
Aber werde ich mir auch auf jeden Fall neu nachkaufen. 24 Stunden Action lässt sich schon leben, obwohl das Mittagessen, muss ich sagen, war echt nicht lecker. Ich gönne mir jetzt meinen Snack und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ihr Lieben, als nächstes wird die Bürste getestet. Glättungsbürste. Kommt auch schon die Hitze ganz gut raus. Stand eigentlich frisch gewaschene Haare. Meine sind jetzt von gestern Abend gewaschen. Hitzeschutz habe ich eh drin. Und ja, ich werde mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Auf 180 Grad geht die hoch. Hat hier so eine kleine digitale Anzeige drin. Ja, ich habe hier gerade die Heißklebepistole runtergeworfen parallel. Irgendwie fällt heute alles runter. Und ich fange mal an, meine Haare damit zu kämmen. Okay. Ich muss sagen, es funktioniert ganz gut. Wow. Ich hatte jetzt eigentlich befürchtet, dass sie strohig werden oder so. Ich muss sie mal so ein bisschen abteilen. Ich habe ja sehr, sehr dicke Haare. Aber ich muss sagen, also das erste Ergebnis so an dieser Seite, gar nicht schlecht. Ist jetzt auch nicht so heiß, dass ich mir die Kopfhaut verbrenne oder so. Also kann ich nichts gegen sagen. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen weitermachen, auch an dieser Seite. Das Ergebnis ist wirklich nicht schlecht. Okay, ich habe jetzt noch mal ein bisschen weitergemacht. Ich muss sagen, gefällt mir gut. Ist natürlich nicht mit dem Glätteisen wirklich zu vergleichen, wo man dann tatsächlich noch mal andere Pflege mit reinmacht. Aber dafür, dass es wirklich einfach nur gekämmt wird, ja, ist auf keinen Fall schlecht. So, ihr Lieben, 24 Stunden Action ist eigentlich so gut wie rum der Tag, also unser auch Drehtag. Trotz, dass ich nur so Kleinigkeiten gegessen habe, bin ich gut gesättigt. Und ja, es war jetzt natürlich nicht nährreich oder irgendwas, aber man konnte es überleben. Und jetzt werde ich mich natürlich nochmal auffrischen zum Ende zu. Und ich hatte ja gesagt am Anfang, ich habe mir so einen Highlighter-Stick geholt. Ich fand die Farbe sehr, 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 sehr schön. Und ich werde das jetzt mal, ich habe jetzt schon Highlighter drauf, aber wow. Damn. Wie toll ist der? Wow. Also ihr seht es, ich weiß nicht, ob man das so gut in der Kamera sehen kann. Der glänzt sehr, sehr schön. Ja, finde ich gut. Rose Gold ist der und der ist von Max & More. Also wenn ihr im Action seid, finde ich echt gut. Finde ich echt schön. Also gerade so ein Stick. Genau. Und ja, ich denke, wir sehen uns jetzt gleich nochmal wieder, wenn wir das Video beenden mit Eva. So, wir sind wieder hier im Studio. Nach einem ereignisreichen Tag. Ja, heute war echt kein einfacher Tag. Aber es hat Spaß gemacht, so finde ich. Ich muss sagen, ich habe Hunger. Ich habe ein bisschen weniger gegessen als sonst. Aber ich muss sagen, meine Snacks waren sehr lecker, bis auf das Mittagessen. Und ich habe auch gesagt, ich habe so meine zwei Highlights gehabt. Mhm. Ich fand die Lippenmaske ganz cool. Die Ohrringe finde ich wirklich sehr, sehr schön. Schön. Die gefallen mir sehr gut. Und den Highlighter. Ich kenne es wahrscheinlich gerade extrem. Ja, aber der Highlighter ist echt... Ich eben auch schon. Echt schick, muss ich sagen. Also da. Wie war dein Glitzerparfüm? Ja, ich glitzere immer noch. Du glitzerst immer noch. Man sieht es wahrscheinlich gar nicht so arg in der Kamera. Ja, aber mein Highlight waren übrigens auch, was mein richtiges Highlight ist, sind die Fruchtdinger, die du auch empfohlen hast. Die Erdbeer-Snacks. Die sind gut, ne? Die waren richtig lecker. Da habe ich auch schon gesagt, die werde ich mir definitiv nachkaufen. Die haben mein Frühstück gerettet. Ich habe ja diesen grünen Smoothie zum Frühstück essen wollen mit dem Brokkoli. Oh. Und das war, ich habe das mit dem Brokkoli vorher nicht gesehen, aber ich dachte so, oh, das wird schon nicht so schlimm sein. Das war so ekelhaft. Eva hat mir ein Foto davon geschickt gehabt. Oh, das sah echt nicht gut aus. Nee, das war nicht schön. Ich muss sagen, ich finde die Leggings, wo ich sie jetzt länger anhabe, finde ich die ganz cool. Also, ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, die ist halt sehr gewagt. Aber ich mag ja so Sachen, die rausstechen, ja, wo man sich von anderen abhebt. Und ich habe auch Kahn heute getroffen, der hat gar nichts gesagt. Wow. Der hat sich nicht mal gewundert. Die Erdbeeren auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal so 24 Stunden nur Action-Produkte. Mhm. Wenn ihr Bock drauf habt, dann können wir das sehr gerne nochmal machen und vielleicht mal 24 Stunden Teddy, 24 Rossmann, Stunden Rossmann, DM. Was ist das? Marktkauf, keine Ahnung, es gibt wirklich unendliche Geschäfte, also schreibt das gerne in die Kommentare und schreibt doch gerne in die Kommentare, was war euer Highlight unseren Produkten. Wie fandet ihr die Bürste zum Haare glätten oder auch das verschiedene Essen, das wir hatten? Ja. Jetzt sagt ihr auch, oh, die Nudeln sind super lecker, Eva, was hast du denn? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mhm. Abonnieren, kleine Glocke aktivieren natürlich nicht vergessen und dann sehen wir uns gesund und munter beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.